New York, Hauptsitz der Vereinten Nationen. Sie sollen den Weltfrieden, die Menschenrechte und das Völkerrecht sichern und die Zusammenarbeit der Staaten fördern. Wussten Sie eigentlich, dass sich das UN-Hauptquartier auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs befindet? 1946 schenkte John D. Rockefeller den UN das Areal in Manhattan. Hier sieht es aus wie an einer schwer bewachten Grenze. Zäune, Kameras, bewaffnetes Sicherheitspersonal. Die UN befinden sich auf exterritorialem Gebiet. Sie gehören offiziell zu keinem Staat. Die UN unterhalten sogar eine eigene kleine Polizei. Die ist auch dafür zuständig, jeden Morgen um 8 Uhr die 193 Flaggen der Mitgliedstaaten zu hissen. Jeder Besucher der UN muss durch diese Sicherheitskontrolle am Eingang. Wie am Flughafen wird man hier durchleuchtet. Gefährliche Gegenstände müssen abgegeben werden. Es gibt aber noch mehr Besonderheiten in diesem staatenlosen Gebiet. Zum Beispiel eine eigene Feuerwehr. Es sind zwar nur wenige Feuerwehrleute, aber mit professionellem Equipment. Und das brauchen sie auch, denn nur bei Großeinsätzen rufen sie die Feuerwehr von New York zur Hilfe. Der berühmteste Gebäudeteil der UN ist die Generalversammlung. Einmal im Jahr treffen sich hier alle 193 Mitgliedstaaten zu offiziellen Beratungen. Durch diese Tür betritt man bei offiziellen Anlässen die Generalversammlung. Der größte Saal der UN bietet über 1800 Menschen Platz. Jedes Jahr von September bis Dezember treffen sich hier Vertreter aller Mitgliedstaaten, um zum Beispiel Resolutionen zu verabschieden. Kommt es da nicht zu Ärger, wenn zum Beispiel zwei verfeindete Staaten wie Nord- und Südkorea direkt nebeneinander sitzen? Bisher nicht, denn die Sitzverteilung ist alphabetisch. Jedes Jahr lost man aus, wer ganz vorne rechts sitzen darf. Danach geht es alphabetisch Reihe für Reihe weiter nach hinten. Nach Z startet das Alphabet von vorn, mitten im Saal. An jedem Platz der Delegierten liegen Kopfhörer. Um die neuesten Modelle handelt es sich nicht. Warum, weiß Werner Schmidt, der bei der UN für Architektur zuständig ist. Also das sieht antiquiert aus, aber das menschliche Ohr hat seine Form in den letzten 10.000 Jahren nicht grundlegend verändert. Also diese ganze Technik, dass hier Reden simultan gedolmetscht werden in verschiedene Sprachen, wurde für die UNO entwickelt Ende der 40er Jahre. Die UN-Gebäude wurden grundlegend saniert. Und obwohl heute alles digital ist, bleibt diese bewährte analoge Technik bestehen. Die Dolmetscherkabinen befinden sich hier oben. Die UN hat 6 Amtssprachen: Englisch, Französisch, Chinesisch, Russisch, Arabisch und Spanisch. Gebäudewechsel. Das UN-Hochhaus misst 155 Meter. Auf 39 Stockwerken arbeiten mehrere tausend Menschen aus fast allen Nationen zusammen. Hier ist auch das Büro des Generalsekretärs. Es befindet sich ganz oben im UN-Hochhaus. Von hier hat er aber nicht nur einen schönen Ausblick, sondern trifft auch Entscheidungen von globaler Bedeutung. Und zwar genau an diesem Schreibtisch, made in Österreich. Er ist eine Spezialanfertigung aus Ulmenholz mit Edelstahl-UN-Logo. Wert mehrere 10.000 Euro. Im 7. Stock befindet sich ein weiterer Raum von besonderer Bedeutung. Nur eine Handvoll Menschen ist befugt, durch diese Sicherheitsschleuse zu gehen. Dahinter liegt das Situation Center. Es ist das Büro des Nachrichtendienstes der UN. Die meisten Mitarbeiter haben früher für Geheimdienste oder das Militär gearbeitet. Aber was passiert hier eigentlich genau? Wir sind 24 Stunden besetzt und verfolgen von hier aus das Weltgeschehen. Uns interessiert vor allem, was in Ländern passiert, in denen wir UN-Missionen betreiben. Wir sammeln Informationen und fassen sie sehr früh am Morgen zusammen. Das Ganze geht bereits um 10 nach 8 an die wichtigsten UN-Mitarbeiter. Sowohl die Vereinten Nationen als auch viele ihrer Unterorganisationen haben für ihre Verdienste den Nobelpreis erhalten. In New York werden Entscheidungen getroffen, die die Welt verändern können.